Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords für den PC. Im letzten Part sind wir hier im Lager der Magier angekommen, auch wenn wir noch nicht wirklich mit den Magiern gesprochen haben. Und ich hatte ja gesagt, ich werde hier ein bisschen das Armdrücken abusen, weil das so einfach ist, um an Gold zu kommen. Leider hat das Ganze erstmal 300 Gold Einsatz gekostet, das heißt, ich habe meine schwarzen Perlen verkauft, um an das Gold zu kommen. Hab aber auch die 600 Gold jetzt insgesamt gemacht. Aber Roderich spielt nicht mehr gegen uns. Dem sind wir zu gut. Hier eigentlich niemand auf mich? Naja. Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt geh jemand anderem auf die Nerven. Okay. Hey, ich bin was zum Teufel? Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Kristalle loswerden? Warum sollte ich loswerden wollen? Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Und beim Armdrücken und Messerwerfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magier. Die Belohnungen sind gut. Aber auch beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Mhm. Ich kippe mir meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Okay. Wie ist das mit dem Messerwerfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Okay. Wie läuft das mit dem Armdrücken? Sprich mit Roderich. Es war seine Idee, das einzuführen. Er kann dir die Regeln erklären. Aber sei vorsichtig, wenn du gegen ihn drückst. Er hat keinen Arm, sondern ein Ofenrohr. Ja, ist klar. Ich habe ihn locker besiegt und er wurde angeblich noch nie vorher besiegt. Von daher sind die anderen wohl auch Philippalle. Auch mit Informationen? Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Ja, warum nicht? Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Nicht so schnell, mein Freund. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold. Natürlich. Was hast du davon, wenn ich mir die Kristalle hole? Naja, außer die paar Goldmünzen, die ich für zusätzliche Informationen bekomme, nicht viel. Es ist mir ein persönliches Ding. Hab bei ihnen mal was mitgehen lassen und wurde erwischt. Der Anschiss sitzt mir heute noch in den Knochen. Deine kleine Diebestour wäre für mich eine Art Genugtuung. Okay. Ich sehe mir die Sache mit den Kristallen mal an. Ja, wird mal Zeit für eine Inventur bei denen. Ich schätze, deren Unterlagen werden wohl bald einen Fehlbestand ausweisen. Ja. Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Na, dann zeig doch mal. Sollen lernen, Dolche lernen, Panzerknacker steigen. Oh, kann ich hier auch. Gut. Aber das Gold habe ich nicht. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Alles, was ich brauche. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Vergoldete Kugel. Oh. Das ist ein besonderes Item. Mensch. Dass ich sowas hier finde, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Aber Pistolen plus 10 ist mir an sich eh egal. Kriegt er das mit? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. So nicht. Also irgendwie so. So, perfekt. Wurfdolch, Gold, Jadesteine. Ja, nehmen wir. Nehmen wir mit. So, Vitriano, mit dir hatten wir schon gequatscht. Mit Wells aber noch nicht. Noch so ein Grünschnabel im Lager. Was heißt die Grünschnabel? Die hässlichste Hafenhure, die mir je begegnet ist. Willst du was aufs Maul?
Du hast keine Ahnung, mit wem du gerade Streit suchst. Dann klär mich mal auf. Ich bin der Sohn des legendären Piratenkapitäns Stahlbart. Das reicht mir schon. Dann kann ich das kleine Spiel ja beenden. Spiel? Was für ein Spiel? Information. Darum ging es mir die ganze Zeit. Ich habe dich provoziert und daraufhin hast du etwas von dir preisgegeben, mein einfältiger Freund. Mhm. Alles klar, hab's kapiert. Sieht ganz so aus. Hast dich jedenfalls nicht ein zweites Mal in die Irre führen lassen. Ich denke, für heute hast du erstmal genug gelernt. Wow. Okay. Wozu benötigt jemand wie du Informationen? Liegt das nicht auf der Hand? Informationen sind kostbar. Manche können ganze Kriege entscheiden. Darum kann man einen Batzen Gold beiseite schaffen, wenn man die Ohren offen hält. Das stimmt wohl. Du und ein Batzen Gold? Das glaube ich dir nicht. Ach nein? Verrate mir eins. Wie kann es sein, dass ein Kind aus der Gosse sich jetzt Wächter schimpfen darf? Sicher nicht, weil ich nur ein großes Maul habe. Okay, du bist reich. Ja, ja. Was muss ich über das Lager wissen? Du erwartest von mir doch jetzt keinen Vortrag, oder? Nein. Nein. Gut. Denn ich denke, das meiste wirst du eh selbst rausfinden. Was ich dir allerdings empfehlen kann, ist ab und an einen Blick in das Hinterzimmer der Taverne zu werfen. Dort wirst du hin und wieder jemanden antreffen, mit dem du um die Wette trinken kannst. Okay. Im Wettsaufen bin ich unschlagbar. Du bist nicht der Erste, der das von sich behauptet. Die meisten wachen mit ihrem Kopf im Wasserfass wieder auf. Wenn du wirklich deine Trinkfestigkeit beweisen willst, dann gibt es nur einen Weg. Sobald jemand mit der Buddel in der Hand im Hinterzimmer der Taverne steht, fordere ihn heraus. Die bessere Leber gewinnt. Ja, das machen wir doch. Warum hast du dich den Wächtern angeschlossen? Nun, einerseits, weil man sich einreden kann, hier sicher zu sein. Aber der eigentliche Grund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat und nicht hungern muss. Klingst ja nicht sehr überzeugt. Egal wie wichtig die Förderung der Kristalle auch sein mag. Keine Lust, dass mein Arsch in den Minen verheizt wird. Darum lautet mein Motto, Kopf unten halten, dann lässt sich's hier leben. Das ist eine gute Idee, ja. So, die Informationen lasse ich mal. Informationsbeschaffung, Moment. Ein andermal. Wo wollen wir denn hin? Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Typisch Magierwächter. Bürokraten bis zuletzt, was? Müsst ihr sogar festhalten, wer euer Lager betreten darf? Sagt mir einfach, was ihr hier wollt. Tja. Das Tor war auf und ich ging durch. Zum Teufel, lassen wir jetzt schon jeden auf unser Gelände? Offensichtlich muss ich mit dem Wachtposten am Tor ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Also sprichst du erst einmal mit mir. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Naja. Wir stehen auf derselben Seite. So, so. Und das soll ich dir glauben? Komm schon. Ich habe für den Unsinn keine Zeit. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön. Dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Naja, Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet, aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Nicht. Ich könnte mich euch anschließen. Dazu müsste ich dir erst ein paar Lektionen in Sachen Disziplin erteilen. Aber ich kann keinen weiteren Kadetten ausbilden. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Okay, das ist doch mal eine Info. Wer ist der mächtigste Magier hier?
Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Natürlich. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Na gut. Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Wenn du mich so fragst... Nein, besser du bleibst hier draußen. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. Ach komm schon. War ja klar. Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Und bevor du noch auf dumme Gedanken kommst, nur einer von uns, ein Wächter, darf seinen Dienst an Bord unseres Schiffes verrichten. Ja, ist ja gut. Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen. Aha. Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht, beginnt sein Herrschaftsgebiet. Also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Okay. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt nicht in Frage. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Ja, toll. Und wie ist der Stand? Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Ah ja. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Na schön. Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Na bitte. Gegen die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. So. Eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranis? Die Kristallvorkommen auf dieser Insel sind ziemlich weiträumig verteilt. Ich vermute, man müsste insgesamt 4 Minen erschließen können. Den Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Eine weitere ist ungefähr in der nördlichen Mitte der Insel. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten 3 sicher gefunden. Okay. Was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Ja. Okay, damit haben wir doch schon mal einen schönen Batzen an Aufgaben. Moment. Ja, das ist das. Allianz mit den Magiern. Aber wo ist denn dann... Hä? Wo ist denn dann die Quest mit dem... Wo sind hier die Quest für die Minen? So ein Mist. Vor allem, das ist hier ja auch nicht... auch nirgendwo weiter markiert. Nee. Hier ist gar nichts. Toll. Na super. Jetzt halt die Frage, ne? Also irgendwo hier soll eine sein. Die ist es nicht, da waren wir ja schon, also wird es wahrscheinlich hier unten sein. Dann die hier eventuell? Keine Ahnung. Hier, ne, das ist da der Ausgang, da ist nichts. Das könnte noch eine Höhle sein. Nördlich zentral, ja. Und, ja, keine Ahnung. Ist aber komisch, dass das hier nicht ordentlich, dass ich da keine ordentliche Quest habe.
arme Geschöpfe markiert als ist. Sklaven der Aber, was ich gerade sehe, wir können einmal hier runter teleportieren. Er zu schuften. Die sehen doch glücklich aus. Nur weil sie zu dumm sind, es zu merken, heißt das nicht, dass es okay ist. So. Horny wollen wissen, was Skadi gefunden? Wovon sprichst du? Große Höhle mit vielen wertvollen Glitzersteinen in der Nähe. Aha. Skadi hat sich bisher nicht getraut, Höhle zu erkunden. Fiese Monster überall auf Insel. Guck mal einer an. Wo genau ist die Höhle? Leicht zu finden. Homi hält sich südlich von hier, bis Strand kommt. Dann einfach westlich halten. Dort findest du die Höhle. Nicht verwechseln mit Höhle auf kleine Insel. Okay. Romald glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Romald ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gardi das nicht antun. Okay. Ich schaue mich mal in der Höhle um. Das würdest du tun? Danke, Homie. Na klar. Oh, Marburgs Notizen? Was ist das? Keine Ahnung. Egal. Romald behauptet, dass ihr Gnome klaut. Safi nie was gestohlen. Nicht eine Flasche. Safi ehrlich. Okay. Tja. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wo war denn das? Da einer? Ah ja. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Da oben ist einer. Okay. I see. Dann schleichen wir hier also rein. Ganz vorsichtig. Denn, wenn mir schon gesagt wird, hier wird gestohlen, dann fällt es ja nicht auf, wenn ich hier auch was nehme. Und das dann jemand anders in die Schuhe schiebe oder so. Ein Fernrohr, oh, schön. Das gefällt mir doch. Ein Hammer, eine Pfeife, ein Meißel. Kann man sicherlich gebrauchen. Für irgendwas. Irgendwann. Mal gucken. Handspiegel, okay. Oh, eine Schatulle. Ein Schmiedehammer. So viel interessantes Zeug hier. So. Bist du wach oder pennst du da oben? Ich glaube, der pennt. Ja. Okay. So, Wein gilt einfach mal als Proviant. Das finde ich sehr gut. Da ist noch ein bisschen Zucker. Immer eine gute Sache. Entschuldigung. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ja, alles gut. Scusi und so. Mein Fehler. So. Was war das jetzt hier mit den Hafendieben? Okay, ich sollte mich mal umsehen, ja. Mehr sagen sie hier nicht. Such dir wen anders zum Reden. Aha. Er nimmt Zeug. Und, bringt das scheinbar irgendwo hin. Tja. Was sind hier Marburgs Notizen? Die Quest habe ich noch nicht. Ist mir aber egal, ich sammle die trotzdem weiter ein. So ist ja nicht. Okay. Der scheint die aber hier einfach nur aufs Schiff zu bringen. Das ist ja soweit in Ordnung, gehe ich mal von aus. Ich gehe mal stark davon aus, dass das soweit okay ist.
Gut, dann... ja. Mal ein bisschen weiter gucken, ne? Ich meine, wir brauchen ja auch noch die letzten paar Notizen. Die letzten beiden. Und, danach wissen wir eventuell mehr. Hoffentlich. So, hier ist erstmal nichts weiter Interessantes. Das ist gut zu wissen. So, aber auch ansonsten ist hier halt nichts. Also so gar nichts. Hm. Ich sehe jetzt hier nichts von jemandem, der irgendwas stehlen würde. Auf der Bank sitzend sieht man noch nichts. Die Kiste habe ich auch schon selber geleert. Okay. Hm. Eventuell kann uns unser Äffchen ja noch ein bisschen weiterhelfen hier. Da war doch was. Mach, dass du wegkommst! Okay. Du gehst jetzt, oder es gibt Ärger! Sieh zu, okay, okay. Dass du Land gewinnst. Ja, ist ja gut. Hm. Okay, das Äffchen wird also auch gefunden und entdeckt und so. Tja. Dann weiß ich halt auch nicht weiter. Gehen wir mal hier kurz aufs Schiff. Gucken hier nochmal, ob uns hier noch irgendwas auffällt. Das sind halt auch alles Kadetten. Hm. Ne, das Ding kann ich nicht mitnehmen. Schauen wir nicht. Okay, das ist also keiner von Marburgs Berichten. Hier ist nichts Interessantes drin. Wow. Okay. Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Ja, ja, halt die Klappe. Ganz ehrlich, ey. Hm, tja. Ich sehe hier halt nichts, ne? Was in irgendeiner Form auf Diebe hindeutet. Von daher, muss er sich wohl geirrt haben. Der Gute. So, hier ist die vorletzte von Marburgs Notizen. Da fehlt noch eine und die wird hier liegen. Genau. Sehr schön. Vom Winde verweht. Aha. Okay. Kann ich die lesen? Die Notizen? Nö, kann ich nicht. Schade, naja. Dann ist es so. Hm. Tja. Wie auch immer. Wie auch immer. Ne? Da ist nix. Und da war nix. Und wir machen uns jetzt hier mal auf den Weg in die Mine. Oh. Und am Scavenger vorbei. So, hier, zack. Und weg mit dir. Das war's. Mistviech. Aber danke für den Hühnerbollen. Da kriegen wir wieder ein bisschen Proviant raus. Das ist doch was Schönes. So, schlafende Gegner angreifen.
Leider hat das scheinbar nicht gekrittet. Jedenfalls habe ich keinen Bonusschaden gemacht dafür. Was ich ein bisschen unschön finde. Weil normalerweise geben die meisten Spieler einem ja beim Angriff auf den schlaffen Gegner generell einen Crit. Einen kritischen Treffer. Denn man kann sich ja Zeit lassen. Ne? Und auf den Schwachpunkt zielen und so. Und das könnte ich ja auch. Quasi. Naja. Ein Gürteltier. Krieg ich von dir irgendwas beim Looten? Rohes Fleisch. Okay. Es hat sich also tatsächlich gelohnt, dich umzubringen. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut. Aber musste halt sein, ne? Musste halt sein. So, aha. Hier haben wir ein Autosave. Sobald wir die Höhle betreten. Das ist immer was Interessantes. Okay. Minenkobolde. Und die pennen alle. Dann lasse ich die mal pennen. Zumindest für den Rest dieser Folge. Und wir sehen uns hier in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.